Heute ist der 10. März. Bis heute haben viele Frauen umsonst gearbeitet. Während Männer schon seit dem 1. Januar bezahlt werden, bekommen Frauen oft erst ab heute Geld. Und das liegt daran, dass die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen immer noch 19% beträgt. Damit belegen wir im europäischen Vergleich immer noch einen der hinteren Plätze. Motto des diesjährigen Equal Pay Days ist Game Changer. Als Sportlerin ist mir dieses Wort natürlich vertraut. Der Game Changer ist die Person, die ein Spiel rumreißen kann, die das Golden Goal schießt, die dafür verantwortlich ist, dass wir endlich einen Sieg erringen. Bisherige Gesetzgebungen wie das Entgelttransparenzgesetz haben die Lohnlücke nicht geschlossen. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns für gleiche Bezahlung stark machen und dass vor allem die Jobs, in denen vor allem Frauen arbeiten, deutlich besser bezahlt werden, wie zum Beispiel Kinderbetreuung und Pflege. Equal Pay Day, dieser Tag müsste dringend abgeschafft werden, weil wir endlich Lohngleichheit zwischen Männern und Frauen haben.